Ähnlich wie im Film der letzten Aufgabe müssen wir hier die Ableitung von irgendeiner ungewöhnlichen Funktion bestimmen. Das heißt auch hier, es gibt die Ableitung der Arcos-Tangens-Funktion, die finden Sie in der Formelsammlung. Frage ist aber, wie kommt man drauf? Man kommt nur über die Umkehrfunktion drauf. Das heißt, wir haben die Formel für die Umkehrfunktion, von der wir es die ganze Zeit haben. Die Ableitung der Umkehrfunktion an der Stelle x quer ist 1 durch f' von x. Diese Formel hat hierfür den Nachteil, sie ist nach der Ableitung der Umkehrfunktion aufgelöst. Ist ungeschickt, also vertausche ich hier Zähler und hier Nenner. Im Film der letzten Aufgabe habe ich es ausführlich gemacht, hier mache ich es im schnellen Verfahren. Ich multipliziere mit dem, bringe es hoch, teile durch das, bringe das runter, habe also stehen, f' von x ist 1 durch Ableitung der Umkehrfunktion an der Stelle x quer. So, das ist eine gute Formel. Das ist mein Ziel, das will ich haben. Das heißt, ich will haben die Ableitung von der Funktion. Und ich weiß bisher nur, das ist 1 durch die Ableitung der Umkehrfunktion. Das heißt, ich brauche die Umkehrfunktion und die muss ich ableiten. Und das funktioniert, das geht. Das mache ich hier mal wieder weg. Wenn f von x Arcus Tangens ist, im Taschenrechner kennen Sie das als Tangens hoch minus 1, dann ist die Umkehrfunktion natürlich, also f quer oder Sie können es auch f hoch minus 1 bezeichnen, ist Tangens. Heißt, die Ableitung davon ist die Ableitung der Tangensfunktion. Wie leitet man Tangens ab? Eventuell kann man das auch wieder aus der Formelsammlung entnehmen. Wir machen es nicht aus der Formelsammlung, wir machen es hier, damit wir nichts aus der Formelsammlung entnehmen, sondern alles schön brav von der Hand rechnen. Tangens schreibe ich um als Sinus durch Kosinus. Und wenn ich also das ableiten will, brauche ich Quotientenregel. Quotientenregel, Sie erinnern sich noch, hat die Form u' mal v minus u mal v' durch v Quadrat. U ist das obere, also in dem Fall Sinus x, v ist das untere, in dem Fall Cosinus x. Also ich beginne mit u'. Ich muss also Sinus x ableiten, das ist Cosinus x mal v, ist das untere, Cosinus x. Minus u ist das obere, Sinus x, mal v', Cosinus abgeleitet ist minus Sinus x durch v Quadrat. Das ist Cosinus x im Quadrat. Zusammengefasst, Cosinus mal Cosinus gibt Cosinus Quadrat von x. Minus Sinus mal Minus Sinus ist plus Sinus Quadrat. Unten bleibt stehen als Cosinus Quadrat. Sie wissen hoffentlich, dass man statt das Ganze ins Klammer und ins Quadrat setzen kann, das Quadrat auch einfach nur zum Cosinus oder zum Sinus schreiben kann. So, diese Ableitung zu vereinfachen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte entweder sagen, Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist 1, also hätte ich hier 1 durch Cosinus Quadrat. Das wäre eine Ableitung vom Tangens. Das ist gut, aber für unsere Zwecke nicht geschickt. Wir machen es so, ist für uns geschickter. Ich spalte mir das in zwei Brüche auf, und zwar in Cosinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x. Warum? Das kürzt sich weg, gibt 1. Und Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat kann ich mir umschreiben als Sinus durch Cosinus das Ganze im Quadrat, weil Sinus durch Cosinus ist Tangens, also bleibt mir übrig Tangens. Das Ganze im Quadrat. Ach, schreiben wir so. Tangens, das Ganze im Quadrat. Das ist eine Ableitung, mit der ich tatsächlich gut was anfangen kann. Warum? Ich weiß ja jetzt, f' von x ist 1 durch die Ableitung der Umkehrfunktion, also genau das da. 1 plus
Tangens x im Quadrat. Einzige Problem, es ging ja um den x-Wert der Umkehrfunktion, also x quer. Das heißt, ab dem Moment, wo ich das hier reinschreibe, sollte ich auch nicht x schreiben, sondern x quer. Und x quer ist ja wieder der y-Wert der Funktion. Also der x-Wert der Umkehrfunktion ist der y-Wert der Funktion. Haben wir schon tausendmal gemacht, also soweit nichts Außergewöhnliches von y. Und das wiederum bedeutet, das ist 1 durch 1 plus Klammer Tangens von y ist der Arcustangens. Jetzt brauche ich noch eine Klammer und ein Quadrat. Tangens von Arcustangens hebt sich auf und es bleibt nur noch das x übrig. Also habe ich 1 plus eben Tangens, Arcustangens hebt sich auf, es bleibt nur noch das x übrig. Die 5 Klammern kann ich mir sparen und auf jeden Fall bleibt noch das x Quadrat übrig. Und damit habe ich jetzt die Ableitung von Arcustangens. Diese Formel werden Sie auch in der Formelsammlung so finden. Also, auch hier gilt, es gibt ohne die Umkehrfunktion gibt es keine Handhabe, wie man das ableiten kann. Aber über die Umkehrfunktion geht es ganz gut. Die Umkehrfunktion ist Tangens, das leitet man ab, setzt es ein, denkt natürlich daran, dass man hier nicht x, sondern x quer hat. Naja, und wenn man die Funktion wieder einsetzt, kommt es raus.